hier mein Handy habe, mit welchem ich gleich ein Screen Recording mache und euch mein Innenleben vom Handy sozusagen zeige. Deswegen nicht wundern, wenn die Qualität wieder so wie früher ist, aber nur für dieses Video. Und ich würde auch sagen, schreibt liebend gerne weitere Videowünsche in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir legen auch schon los mit dem Video. Und zwar habe ich mir das iPhone 14 Pro geholt. Hauptsächlich eigentlich wegen der Kamera, damit ich mein Handy als Videokamera nutzen kann. Und ich habe mir eine lilane Hülle geholt von Rhino Shield. Und ja, so sieht das gute Stück von außen aus. Und ich würde sagen, wir starten mal das Screen Recording. Hier seht ihr erstmal mein Hintergrundbild. Und zwar ist das mein Vision Board für das Jahr 2023. Und das ist auch mein, nicht nur mein Lockscreen-Hintergrundbild, sondern mein allgemeines Hintergrundbild. Das sind einfach, ja, meine Visionen für das Jahr 2023 drauf. Wenn ihr Lust habt, könnten wir da auch nochmal durchgehen und gucken, was so in Erfüllung gegangen ist bis jetzt. Noch nicht allzu viel, aber wir sind auf einem guten Weg. Und ja, so sieht das eben aus, wenn ich mein Handy öffne. Das ist die allererste Seite. Und ich habe immer als ganz vorne mein Wecker, weil ich mir jeden Morgen für die Arbeit einen Wecker stelle. Und wenn ich das nicht so sichtbar habe, würde ich das wahrscheinlich vergessen. Als nächstes haben wir da die Kamera, mit der ich eben auch immer meine Videos jetzt aufnehme. Und natürlich Galerie, das mag ich, wenn das gleich so griffbereit ist. Was ich auch mag, und das habe ich noch gar nicht so lange, ist den Rechner hier direkt vorne, weil man ja doch relativ, also ich zumindest, ich bin nicht so gut im Kopfrechnen, deswegen brauche ich oft den Rechner und habe mir das jetzt hier vorgelegt, dass ich da ganz schnell einfach eintippen kann. Also ist ganz praktisch. Ganz oben links sind meine Apple Mails und nebendran sind die Finanzen, das heißt alle meine Finanzen-Apps mit Trade Republic, mit meiner Bank-App, mit Splitwise. Splitwise ist so eine App, wo man Schulden sozusagen, die man bei Freunden hat, wenn man zusammen im Urlaub war zum Beispiel, alles eingeben kann und sehen kann, bei wem hat man wie viele Schulden. Ist eigentlich ganz praktisch. Und da habe ich auch noch Check24 in dem Ordner mit drin. Und da habe ich den Ordner auch Finanzen genannt. Das nächste ist so das, was man kennt. Einfach Einstellungen, Erinnerungen, Notizen, Wallet, Kalender, App Store und Health. Ja, das ist so das, was halt auf dem Handy irgendwie drauf ist. Und nebendran habe ich Wetter. Und wenn man rüber swipet, habe ich alles so, was ich so für YouTube brauche auf dem Handy. YouTube Studio, wo man einfach gucken kann, wie die Videos gerade so laufen, wie die ankommen. Und eure Kommentare werden auch angezeigt. Font ist, da kann man Schrift auf Videos machen. Mit Fonto mache ich oft den Text auf meine Thumbnails. Und der Rest ist eigentlich, ja, PixArt benutze ich auch manchmal für meine Thumbnails, um Sticker oder sowas da drauf zu machen. Und der Rest, seht ihr unten, ist so eine Wolke mit einem Pfeil nach unten. Die habe ich ausgelagert, weil ich die nicht brauche und die Speicherplatz nehmen. Und ja, eigentlich könnte ich die alle löschen, aber manchmal braucht man sie doch wieder. Und deswegen lasse ich die immer drauf, dass ich dann nicht in den App Store gehen muss und nochmal suchen muss. Aber das sind so die Apps, die ich benutze für meine YouTube-Thumbnails, weil die mache ich immer am Handy. Und genau, das sind so die, die ich dafür brauche. Und ich habe die gern so versteckt, weil ich einfach, ja, die nicht immer sehen will, wenn im Alltag. Weil YouTube ist ja doch ein bisschen so Arbeit irgendwie. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass das nicht so bam in your face immer ist, wenn du das Handy aufmachst. Und habe ich das dann eben mit da versteckt. Genau, so, das ist meine erste Seite. Auf der zweiten Seite ist, das, was eigentlich so auf meinem Handy hauptsächlich abgeht. Und zwar die ersten zwei großen Sachen ist
Widget drauf aufs Handy einfach gemacht, dass ich immer sehe, okay, ich bin bei Tag 34 und wenn der, da ist dann immer so ein trauriger bzw. ein Ausrufezeichen auch drauf und so, da sehe ich das einfach immer direkt, wenn ich das Handy öffne. Ups, ich muss noch Duolingo machen. Darunter habe ich ein Widget mit meiner Bildschirmzeit gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr viel am Handy bin. Und da finde ich das ganz gut, dass man dann nochmal so ein Reminder hat und das direkt vor Augen hat. Und 2 Stunden 12 ist echt schon ganz schön viel, aber geht. Ne, ist noch im Rahmen. Aber finde ich ganz cool, dass man das so vor Augen hat und sich so immer ein bisschen selber kontrollieren kann. Und nicht, weil ich finde, man versinkt manchmal so ein bisschen in der Bildschirmzeit, weil man das einfach vergisst. Ne? Wenn man nicht auf die Uhr guckt, swipet man da halt rum und merkt dann irgendwann, oh, ein bisschen spät. Und so hat man das halt direkt vor Augen, wie lange man dann eigentlich am Handy ist. Finde ich persönlich ganz praktisch. Okay, aber oben links haben wir Produktivität. Da benutze ich eigentlich tatsächlich nur web.de, also meine E-Mail. Der Rest, seht ihr, alles ist eigentlich ausgelagert. Das benutze ich eigentlich gar nicht. Die Forest App ist echt gut. Die habe ich vor allem beim Lernen immer benutzt. Da kann man nämlich eine Zeit einstellen, wie lange man nicht ans Handy darf. Wenn man doch ans Handy geht, dann, also während du nicht am Handy bist, wächst ein Baum. Und wenn du dann doch ans Handy gehst, dann stirbt der Baum ab. Und so kann man sich eben Bäume sammeln und so ein bisschen produktiv sein. Finde ich ganz eine ganz süße App, aber benutze ich tatsächlich gar nicht mehr, weil ich nicht mehr lernen muss. Und der Rest ist eben auch ausgelagert, benutze ich also gar nicht mehr. Daneben ist Netflix, Pinterest, YouTube und Snapchat. TubeBuddy ist für Keyword Research für YouTube. Ist auch ausgelagert, wie ihr sehen könnt, benutze ich also nicht so oft. Und Snapchat benutze ich auch gar nicht. Kann ich ja auch wieder löschen. Ich hatte vor kurzem auch noch TikTok und Instagram hier drauf. Habe ich beides deinstalliert, weil ich einfach viel zu viel Zeit auf TikTok verbracht habe. Meine Bildschirmzeit bei 4 bis 6 Stunden am Tag war. Und das ist echt krank. Also ich finde das viel zu viel, wenn man mal überlegt, was man in den 4 Stunden machen könnte an effektiver, also an produktiven Sachen einfach und an schönen Sachen, an die man sich erinnert. Weil wenn man das Handy dann weglegt, dann erinnert man sich auch nicht mehr an das vorletzte TikTok, was man angeguckt hat. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich das jetzt deinstalliert. Das war früher auch in diesem Ordner mit drin. Jetzt eben nicht mehr. So, danach haben wir Musik. Und zwar Shazam. Ich weiß nicht, ob das noch so ein Ding ist, aber ich benutze das manchmal, wenn ich ein Lied höre und ich weiß, wie das heißt, dann gehe ich da drauf, klicke auf Shazam und dann funktioniert das ganz gut. Und das hört eben die Musik dann ab und kann mir sagen, welche Lieder oder welches Lied das ist, genau. Und daneben ist noch Sound Plus, das ist von meinen Bluetooth-Kopfhörern, so eine App. Die beiden anderen sind fürs Gitarre lernen und Ukulele lernen. Habe ich aber beides ausgelagert, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe, leider. Aber ja. Okay, danach kommt Sprechmemos, benutze ich eigentlich nicht. Apple Watch benutze ich manchmal, um so die Bildschirm von der Uhr so ein bisschen zu bearbeiten. Und Autosleep. Autosleep ist tatsächlich eine App, die ich regelmäßig benutze, und zwar eigentlich jeden Abend. Und da tracke ich so ein bisschen meinen Schlaf. Da sieht man, wie lange man in der Tiefschlafphase war, wie oft man wach war und so weiter. Und sieht seine Herzfrequenzatmung, was weiß ich was. Und kann so eben gucken, ob der Schlaf gut war, wie lange ich geschlafen habe, wie oft ich wach war und. Und Leute befinden nicht so, ne? Kann man dann eben da alles ablesen. Und schauen, ob das mit deinem Gefühl so übereinstimmt und was man irgendwie besser machen kann. Da zählt auch, wie lange ich eben wach bin und zeigt auch an, ob ich früher schlafen gehen muss oder eben später. Hier Schlafkonto, ne, 6,6% minus, weil es zu wenig sozusagen ist, ne, was ich geschlafen habe, auch in den letzten Tagen. Und das ist eigentlich ganz spannend, das benutze ich tatsächlich fast jeden Abend. Hier oben seht ihr es an den Kreisen da. Die Donnerstag und Samstag habe ich meine Uhr laden müssen nachts, deswegen konnte ich es da nicht anmachen. Aber das geht eben alles über die Apple Watch und ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache irgendwie.
Akademie, da habe ich auch einen Kurs, wo ich mein Projekt Amazon KDP so ein bisschen damit gelernt habe. Das war so ein Online-Kurs, der einfach gezeigt hat, wie das geht. Und Udemy ist allgemein eine Plattform, wo man eben so Online-Lernkurse kaufen kann. Zoom und Vista ausgelagert, wie ihr sehen könnt. Und Domestika ist auch so eine Online-Lernplattform. Da kann man aber so vermehrt auch so kreative Sachen lernen, wie Illustrieren. Smart. Das ist einfach, ElsterSmart ist eine Finanzamt-App, womit man seine Steuererklärung machen kann. Und bei Rebuy kann man eben gebrauchte Sachen kaufen oder verkaufen, finde ich ganz praktisch. Genau, das ist der Ordner. Der andere Ordner ist spannend, und zwar Reisen. Da habe ich Airbnb als App. Get Your Guide ist auch mega gut. Da gibt es total viele Aktivitäten, die man machen kann. Ich glaube, ich nicht allzu viel zu meinem alten Handy.